Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von Die Sachsengriller. Ja, auch uns betrifft es, wir werden unseren Fleischkonsum etwas runterfahren und aus dem Grund gibt es heute etwas mit Knoblauch. Und zwar sind das geschmorte Knoblauchkoteletts. Fleischkonsum runterfahren, nicht mit uns. Was das alles beinhaltet, das zeigt euch jetzt André. Viel Spaß! Ja, für unsere geschmorten Schweinekoteletts benötigen wir die folgenden Zutaten. Und zwar haben wir hier ein paar Koteletts. Passt auf, dass die ein kleines bisschen dicker geschnitten sind, weil mit den dünnen Dinger kann man nichts anfangen. Ja, wie gesagt, dann Zwiebeln, ganz wichtig, der Knoblauch, Möhren, Weißwein, Gemüsebrühe und würzen werden wir das mit unseren Sachsengriller Schweinskram. Möhren, Zwiebeln, Knoblauch. Wie gehabt, werden jetzt klein geschnitten und dann geht es schon weiter am Dutch Oven. Tja, wir sind doch nochmal kurz vorher da, vor dem Dutch Oven. Das Fleisch haben wir da ganz vergessen. Na, einfach mal ein kleines bisschen Öl drauf. So, dann verreiben wir das Öl. Und unsere Gewürzmischung will doch auch noch ein bisschen Platz auf dem Fleisch finden. Und einfach mal gutes bisschen drüber streuen, braucht man nicht sparen. Das ist wirklich auch eine richtig geile Gewürzmischung, könnt ihr ruhig mal gerne probieren bei uns zu kaufen im Online-Shop bzw. auch in Leipzig bei der Grillwiese. So, die andere Seite noch machen wir genauso und dann wirklich mal Stündchen liegen lassen, dass das alles ein kleines bisschen einwirken kann. So, und dann geht es aber wirklich ab zum Dutch Ofen. Wunderbar, sehr schön. So. Huch, das war schon wieder übertrieben. So, sieht die ganze Sache gut aus und jetzt wirklich ab. Ja, am Dutch Oven angekommen. Heute ist es der 4,5er von Petromax und wieder auf so einen Gaskocher werden wir als Hitzequelle nutzen und als erstes habe ich ein bisschen Öl reingetan und dann kommt unser Fleisch hinein. Das werden wir jetzt ganz kurz bloß mal von beiden Seiten anbraten. Ja, und wie gesagt, das Teil hat hier richtig Power unten drunter, bleibt gleich dabei. Sonst verbrennt euch die ganze Sache noch. Dann einmal wenden. Ach, das ist schon ein Duftspür, also probiert wirklich mal unsere Gewürze aus, ja Wahnsinn. Schon nur von dem Duft werdet begeistert sein. Ja, und wenn dann die zweite Seite auch schön Röstaromen bekommen hat, kommt unser Fleisch wieder hinaus. Oh, das sieht richtig gut aus. Mmh, da kommt ich gleich Hunger. So. Dann kommt als nächstes nochmal ein ganz kleiner Schluck Öl mit hinzu. Und dann geht es mit unserem Gemüsefleisch weiter. Das werden wir auch mal ganz kurz anrösten. Oh, der Knoblauch, geil. Mmh. Und wie gesagt, bloß ganz kurz Röstaromen geben, sonst wird uns hier der Knoblauch bitter und das wollen wir nicht. Ja, wenn unser Gemüse da angebraten ist, löschen wir die ganze Sache mit einem guten Schluck Weißwein ab. Wir werden das noch ein kleines bisschen einreduzieren lassen. Ja, wie gesagt, kurz einreduzieren lassen und dann kommt auch schon unsere Gemüsebrühe mit hinzu. Ganz kurz verrühren. Und dann kommt noch ein kleines bisschen Geschmack hintran in Form von unserer Gewürzmischung Schweinskram. So. Und mal kurz verrühren. Und zu guter Letzt kommen jetzt wieder unsere Koteletts mit rein.
Und weil wir ja gesagt haben, schmoren, werden wir die jetzt, oder werden wir nicht die, sondern wir werden jetzt erstmal unseren Brenner runter reduzieren mit der Hitze, sodass es wirklich bloß ganz leicht köchelt. Das soll ganz langsam vor sich her schmoren. Und dann bloß noch Deckel drauf. Und dann lassen wir das jetzt erstmal ein Stündchen in Ruhe. So, Zeit ist um. Wir schauen mal nach, was unser Fleisch so macht hier drin. Und wie gesagt, das hat ganz langsam vor sich hergeköchelt. Ich werde mal ein Stückchen rausholen. Ja, man sieht auch hier schon schön, dass es hat sich vom Fleisch schön abgezogen, zurückgezogen. Ich werde mal. Ach, das ist ja Butter. Ach, hier, guckt euch das an. Das fällt schon schön ab. Ich würde sagen, mal kurz durch hier. Ja, das ist, wie sagt man so schön, zerfallisch. Ich werde es mal probieren. Also gut ab, der schmeckt wirklich richtig geil und das spart wirklich nicht am Knoblauch. Der bringt richtig schön viel Geschmack dran. Einmal frei. Ich würde sagen, Fleisch nehme ich raus. Ich werde nochmal die Brühe abschmecken nach unseren Geschmacksknospen. Und dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann schon das nächste Mal wieder. Und auf jeden Fall absolut geil. Ja, mit Soße mal probieren. Geil. Zum Nachmachen empfohlen.